Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 von der Nordfriesischen Marsch. Ja, nach den doch etwas größeren Aktionen, die wir in der letzten Folge hatten mit den ganzen Baumwollballen, sind wir jetzt dabei und gucken mal, was wir noch zu tun haben. Also ich weiß, das will ich jetzt mit dem hier kurz machen. Wir müssen Diesel holen, weil unser Drescher und unser Baumwollernter, wollte ich schon sagen, der Rübenernter laufen langsam trocken. Und das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen tanken fahren. Und das machen wir na klar schnell mal mit dem Fässchen hier. Geld haben wir ja aktuell genug, das ist das Gute. Das heißt, wir düsen mal schnell zur Tankstelle, tun irgendwie, ja, ich weiß nicht, 4000 Liter rein und dann geht's zu den beiden Fahrzeugen und werden die erstmal befüllen. Und dann schauen wir weiter, was wir noch zu tun haben. Also es gibt bestimmt noch das eine oder andere, was zu tun ist. Und wir müssen halt immer noch gucken, dass wir das mit den Zuckerrüben schaffen. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal die Zeit auf 0,5 runtergedreht, weil sonst schaffen wir die Zuckerrübenernte nicht bei Helligkeit. Und das wäre sehr schlecht. Deswegen lieber ein bisschen langsamer laufen lassen. Wir sind ja da dann doch relativ flexibel, was das angeht. So, genau, da unten liegt noch immer irgendwie dieser eine Silageballen. Keine Ahnung, warum der da noch immer rumgammelt. So, jetzt geht's erstmal hier zur Tanke. Und dann schauen wir erstmal weiter durch die Fahrzeuge. Na. Willst du nicht tanken? Okay. Warte mal. Ja, gut, wir machen das Deckelchen auf. So, jetzt geht das. Ja, den können wir eigentlich jetzt auch mal nach Hause holen. Der fährt also zur Werkstatt. Darf aber vorher auch nochmal Herbizid holen und dann passt das. Der steht hier irgendwo. Hier steht ein Düngestreuer. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwo eine Mission offen mit Düngen? Ernten, Ballen pressen? Nee. Aber wir können unsere Wiesen ja noch düngen, oder? Das müsste doch machbar sein. Also die 9 und die 10. Dann würde ich doch sagen, schicken wir den zur 9 einmal. So, hier. Ja, guck mal, der ist voll. Das Dreschen läuft. Wir kommen aber auch dem Ende näher hier. Das ist auch gut. Ah ja, hier ist mehr. Der scheint auch fertig zu sein hier. Der ist, wo ist der denn? Ja, hier auf der 40. Machen wir mal kurz Gras an. Jo, der ist fertig. Dann kann der nämlich auch nach Hause und kann rein theoretisch danach Heu machen. Das war, glaube ich, Heu, was wir hier brauchten. Ja, doch, muss Heu sein, sonst hätten wir es auf Schwarz gelegt. So, dann fährst du auch zur Werkstatt einmal, bitte. Du wirst auch gleich einmal gewaschen und repariert. Ach ja, hier haben wir noch den einen Ballen. Den verkaufen wir, na klar, auch. Weil dann haben wir hier nämlich den zweiten Truck. Jetzt fahre ich wieder falsch rum. Da haben wir den zweiten Traktor frei zum Heupressen. Das ist sehr gut. Guck mal, da kriegen wir hier nochmal gleich ein bisschen Geld. Wobei wir sollten... warte mal, ich muss mal ganz kurz... das reicht. Das reicht hier. Dann fährst du mir auf die 78. Oh, halt, wir müssen hier raus. Auf die 78 hoch zum Mähdrescher. Oh, wir kommen hier nicht rum. So, dann lassen wir den mal da hochfahren. So, der ist unterwegs. Ach ja, genau. Hier waren wir stehen geblieben.
Einmal noch schnell den letzten Baumwollballen. Kriegt ja auch noch mal ein bisschen Geld. Und dann werden wir Kredit tilgen. Wir werden heute wirklich mal anfangen, ein bisschen Kredit zurückzuzahlen. Weil das ist doch schon eine ganze Menge, die wir jetzt da offen haben. Und wir haben ja über 300.000 Euro, wenn wir den Ballen abgegeben haben. Wir haben ja gesagt, wir werden immer so zurückzahlen bis auf 50.000 Euro, die wir so als Puffer brauchen. Und da schauen wir mal, wenn wir das hier erledigt haben. Ja, und danach kann der dann auch eigentlich erstmal zur Werkstatt fahren. Der ist zwar noch relativ gut, aber sicher ist sicher. Weiß nicht, warum die Windräder da vorne so ruckelig gerade drehen. Das irgendwie ist gerade ein bisschen komisch wieder. Es kann sein, dass da wieder einer. Nö, rechnen tut gerade keiner. Wollte sagen, vielleicht ist da wieder irgendwo ein CP-Fahrer am Rechnen, aber nö, ist gerade Ruhe. Ja, dann gucken wir weiter. Wie gesagt, das Heu müssen wir noch machen. Da gibt es auch noch mal wieder ein bisschen Geld, wenn wir da durch sind. Und wie man sieht, unsere beiden Erntenmissionen, 82 und 84%. Es geht voran. Es geht wirklich voran. Wichtiger wäre eigentlich die 66, weil wir da ja den Rübenernter brauchen für unser eigenes Feld. War das hier rein? Ja. Da geben wir den direkt hier noch ab. Zap, zap. Und schon haben wir wieder 25.000 Euro dazu bekommen. So muss das sein. So, jetzt schauen wir mal. Genau, hier werden Rüben abgefahren. Ja, ich weiß, du piepst, du kriegst gleich Sprit. Keine Angst, du auch. Oh ja, Jungs. Hexen kann ich auch nicht. Ah, guck mal, der ist schon hier angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur den Drescher einmal finden, der irgendwo ziemlich weit da oben sein dürfte. Keine Ahnung. Sehen tue ich ihn noch nicht. Wir scrollen mal ein bisschen hier raus. Drescher, wo bist du? Tja. Ja, waren wir da hinten? Nee, das sieht nach einem LKW aus. Das ist kein Drescher. Ah doch, da hinten ist er. Ich sehe ihn. So, wir machen mal was, was man eigentlich nicht macht. Wir fahren einfach mal durch die Frucht durch. So, dann werden wir den mal kurz stoppen hier. Drescher, Drescher. So, jetzt machen wir das mal so. Ja, Abfahrer, ist schön, dass du jetzt da bist. Eigentlich bräuchte ich den Platz hier mal, weil ich hier tanken will. Ja gut, quetschen wir uns hier dazwischen. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Oh, jetzt hatten wir nicht schon mal das Problem gehabt? War das jetzt mit dem Drescher oder? Irgendein Ding ließ sich doch nicht befüllen. Oh, wenn das jetzt wieder hier ist.
komisch. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht von hier aus. Aber an der Klappe dürfte es nicht liegen. Ah, doch, jetzt geht's. Sehr gut. Es wird getankt. Es ist getankt. Ja, dann könntest du jetzt vermutlich bis zum Ende des Feldes hier fertig dreschen. So, dann machen wir hier dich an. Genau, oh, jetzt fährst du direkt vorne dran. Ah ja. Ah, wieso sitze ich wieder in dem? Ich wollte doch hier gar nicht. Ich will doch hier. Hier, wir müssen auf Feld 66. Feld 66, da ist der Nächste, der Durst hat. Abflug. Ah ja. Dann können wir hier mal. Guck mal. Müssen wir mal Platz machen. Damit die nächsten Fahrzeuge hier ran können. Die stehen hier schon Schlange. So. Dann tanken wir dich auch gleich. So, den Anhänger lassen wir hier stehen. Dann brauchen wir, um sicher zu gehen, noch mal gucken, ob wir auch wirklich Heu machen müssen. Wender, ja. Also brauchen wir einmal Heuwender. Und danach dann eben die Ballenpresse. Das war Feld 41. So, hier wird gemacht, da wird gemacht. Ja, du bekommst gleich deinen Sprit. Der ist unterwegs. So, wo ist denn der? Da ist er. Guck mal. Auch einmal tanken. So, die Mähwerke können wir. Ja, kommt, die stellen wir hier einfach auf den Parkplatz von der Werkstatt. Ups, das war ein bisschen fest rangefahren. Ja, einklappen. Ja, wir müssen da einiges noch machen. Wie gesagt, vor allem müssen wir jetzt gucken, dass wir die drei Missionen abgeschlossen bekommen, dann eben unsere eigenen Rüben noch vom Feld und dann bestimmt noch die eine oder andere Mission mal Produktion angucken. Aber wie gesagt, wichtiger sind jetzt erstmal die Missions, dass das erledigt wird. Achso, ich wollte gerade sagen, was fährst du hier so komisch? Aber der fährt nur auf seine nächste Bahn. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja das bis heute in die Mittagsfolge, dass wir mit den Missionen durchkommen. Aber so, wir werden jetzt wirklich mal ein bisschen Credit zurückzahlen. So, wir haben gesagt, bis auf 50.000 geht's nach unten. Und das Ding ist ja, diese drei Missionen, die wir jetzt hier haben, die bringen ja dreimal fast 200.000, also über eine halbe Million bringen die, plus den Ertrag, den wir noch bekommen. Also da wird gut was bei rumkommen, denke ich. Und wir werden einiges an Zuckerrüben
auch übrig behalten. Das ist ganz wichtig, weil das brauchen wir alles für die nächsten Produktionsgeschichten. So, guck mal, hier sind wir angekommen. Da würde ich sagen, das Düngen, das übernehmen wir doch selbst. Das ist ja kein Hexenwerk. Dann fahren wir nur einmal hier rüber und passen den Kurs dann vielleicht dementsprechend noch an. Wir werden vermutlich, ja, wir müssen ein bisschen weiter hier rüber. Ups. Ach so, da ist wieder schon der erste angekommen. Da müssen wir vielleicht den Heuwender gleich einmal losschicken noch, bevor wir hier weitermachen. Feld 41, das ist der da. So, erster Wegpunkt, kein Kurs, 17 Meter, ein Vorgewende. Passt. Und los geht's. So, Düngerstreuer, Düngerstreuer, Düngerstreuer. Ja, so passt das doch. Doch, wird auch angenommen. Das ist schon mal sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier schon in der zweiten Stufe dann sind. Ja, also bei Luzerne genauso. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier noch einigermaßen das schnell durchgedüngt bekommen. Und ja, den Rest machen wir dann zur Not heute Nachmittag. In der nächsten Folge. Wir können hier aber. Ups, na. Ja, da ist so ein bisschen Deko-Zeug. Das passt aber. So, wer ist denn hier angekommen? Also, das ist die Ballenpresse. Die lassen wir mal erstmal noch stehen. Die darf gleich loslegen. Ah, guck mal, dann haben wir die Wiesen gleich noch fertig bearbeitet. Dann läuft das auch. Und da drüben ist irgendwie Gänsemarsch oder ne Polonaise. Hallo Leute, ich dünge euch mal kurz mit. So. Da geht das hier relativ zügig vonstatten. Wie gesagt, den Rübenroder, den ernten wir gleich noch. Genau, den tanken wir gleich noch. Und wir gucken, ja, Feld 78, 91%. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, jetzt gehen wir noch hier oben die Bahn runter zu. Und das Gute ist, wir können ja dann alle Abfahrer, na gut, wir werden nicht alle Abfahrer nutzen, sondern wir werden einen, werden wir brauchen für die eine oder andere Produktion zum Auffüllen. Aber wir haben ja, ich denke, da werden wir den LKW nehmen und alles, genau, dann nehmen wir den Wechselbrücken-LKW. So, und alle anderen werden Zuckerrüben fahren. Aber ich würde sagen, das alles schauen wir uns dann wirklich heute Nachmittag an. Ja, ich mache das Feld hier noch schnell fertig. Und dann würde ich sagen, geht es heute Mittag mit dem Wiesedüng hier nebenan weiter. Schaut rein, ich würde mich freuen und sage Tschüss, ciao und bis dahin.